Hey Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Let's Play Folge LS19. Und ich dachte mir, wir starten diese Folge mal mit einer Mission. Und ich habe schon mal geguckt, auf Feld 21 haben wir eine Mission. Da müssen wir einfach nur ernten. Und das machen wir, glaube ich, mit unserem eigenen Fahrzeug, weil Feld 21 wird auch ein Feld sein, was wir uns später einmal kaufen werden, weil es nah an unserem Hof liegt und direkt gegenüber. Und wir es eigentlich nur ernten müssen. Deswegen fahren wir mal mit unserem schönen Mähdrescher gleich mal drüber zum Nachbarn und werden das Feld abernten. Sind zwar nur 3.900 Euro, die wir kriegen. Aber da kommt erstmal unser Drescher mal in Bewegung. Und wir reduzieren ein bisschen die Kosten des Feldes, was wir uns als nächstes vielleicht auch holen werden. Man weiß es nicht. So, ich habe jetzt natürlich wieder richtig schlecht geparkt, aber das ist nicht schlimm. Den können wir schon direkt aufklappen. Es ist auch nur ein kleines Schneidwerk, ich weiß das. Ich hätte vielleicht das Mietfahrzeug nehmen sollen, aber wir machen das jetzt mal so. So, und ab geht's. So, liebe Leute, und jetzt können wir auf. Wow. Das ist, ey, diese Lenkung, die ist unglaublich. Diese Lenkung, die finde ich astrein. So, kann man das auf dem Helfer machen lassen? Nee, ne? Okay. Wir könnten auch den. Wow. Nein, nicht den Helfer. Was mache ich denn? Also man könnte auch in der Mission den Helfer machen lassen. Gut, also würde der bei uns bezahlen, dass wir das machen und wir zahlen den Helfer das erstmal. Das ist auch schwachsinnig. Dann machen wir das lieber mal schnell selber. Stroh kommt raus. Er hat nicht gesagt, was wir haben will. Wir lassen erstmal das Stroh liegen. Ich hoffe, dass auch das richtige fällt. Gucken wir mal. Mit 21 Jahren, das sollen wir machen. Sehr schön. Dann machen wir das auch. Wir müssen nur ab und zu mal gucken, was unsere Traktoren machen. Ich glaube, die haben sich schon gleich überholt. Du kannst mal kurz stoppen. Du fährst weiter. Dass der mal erstmal das Feld fertig pflügt und dann können wir mal weiter gucken, wenn wir ihn weiterlaufen lassen. So, aber das geht. Das Feld ist einfach nur, brauchen wir nur hoch und runter fahren. Das geht schon. So. Ich weiß auch gar nicht, wie lange hierfür angesetzt ist. So, komm. Schieß mal raus das Stroh. Sehr schön, Mann. Ist der schwerfällig. Andersrum drehen. Sehr schön. Komm, rückwärts. Ja, ich weiß, dass wir auf diesem Land nichts machen dürfen. Wir sollen aber hier ernten. So, und weiter geht's. So. Schmeißen wir mal Tempomat rein. Ich will nur mal gucken. 3%. Fährt er auch weiter, wenn wir rausgehen? Der fährt auch weiter. Das ist sehr schön. 3%. Ah, das sind 6% einmal hochfahren, also 20 Mal müssen wir schon fast fahren, alter Falter. Ansonsten mache ich halt die Mission offline weiter. Wir haben sie jetzt angefangen. Dafür, dass uns irgendwann mal dieses Feld wahrscheinlich gehören wird, müssen wir mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, wohin mit dem Korn. Da hat er nichts gesagt, oder? Steht das irgendwo drin? Steht das drin? Ernte Weizenaufwärmer ab und bringe das Erzeugnis dann hierhin. Ah, zu der Mühle müssen wir das noch bringen. Vielleicht bringt das auch nochmal Prozente. Da brauchen wir doch einen Trecker. Da müssen wir gleich noch einen Trecker holen. Liebe Leute, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Die Erzeugnisse müssen wir auch wegbringen. Vielleicht bringen die ja auch ein bisschen was an der Prozentzahl. Okay, dann werden wir
erstmal das Feld weiter abernten. Die Hälfte haben wir schon drin. Dann nehmen wir gleich auch unseren Trecker. Dann holen wir unseren Hänger. Und dann wollen wir mal gucken, wo wir die Sachen hinbringen. Wir können auch teilweise, man kann in diesem Spiel, habe ich festgestellt, auch als Lohnunternehmer arbeiten, für die anderen Bauern die Sachen machen, dafür das Geld kassieren. In der Zeit seine eigenen Felder ein bisschen bestücken, das ist eigentlich auch sehr gut. Das bringt mich so auf so ein paar Ideen. Da müssen wir erstmal gucken. Bis unsere Sachen so reif sind, müssen wir gleich mal, gucken wir mal sehen, wenn, ja, da hinten fährt er, ja, so ein paar Strecken hat er noch zu fahren. Ich möchte ja am liebsten den großen nehmen. Den großen Fan statt den kleinen, aber ich glaube, dass es kommt drauf hin, dass wir den kleinen Fan gleich nehmen, weil wir sind gleich voll. Ansonsten nehmen wir halt den kleinen Fan, dann ist das halt so. So. Der einmal runter noch, dann müsste der auch voll sein. Das habe ich gar nicht gelesen, dass wir das auch abfahren müssen. Ach, Mann, man sollte immer alles erst lesen, bevor man irgendwas unterschreibt. Das lernt man schon von klein auf, liebe Leute. Aber jetzt sehen wir auch mal was anderes. Wir machen unsere erste Mission. So, und rum, schwerfälliger alter Klotz. Und in eine andere Richtung drehen. Und zurück. Und wieder in eine andere Richtung. Und los. Der fährt auch so schwerfällig an, ey. Und gerade. Ich glaube, für das Spiel, ich muss mir, glaube ich, mal irgendwann doch nochmal ein Lenkrad holen. Boah. Ich habe an meinen guten Freund Jürgen damals das Pad verkauft, weil ich hatte einen Schreibtisch, da konnte ich das nicht dran machen. Und jetzt sieht das doof aus, wenn so mitten im Raum so ein langes Ding hängt. Das sieht ein bisschen doof aus, deswegen spiele ich derzeit nicht damit. Aber man wird mal sehen, vielleicht holt man sich nochmal eins. Müssen wir mal gucken. So, die Runde machen wir noch. Dann fahren wir auch nicht in Ernte rein, das ist sehr gut. Immer noch fleißig da hinten. So. Ja, den müssten wir bis unten hin eigentlich voll haben. Ja, das passt. Können wir schon mal ausfahren. Dann drehen wir gleich. Dann können wir ihn einmal abtanken. Ich glaube, zwei Ladungen müssten bei uns reinpassen. Mal, aber wie sich das Korn, boah, jetzt haben wir das Stroh vergessen, aber wie sich das Korn bewegt, wenn wir da nur leicht ranfahren, das ist echt geil gemacht. Das sieht echt gut aus. So, komm her. So. Du brauchst nicht mehr viel, dich hängen wir mal kurz ab. Motor starten. Kommen über unser gutes Saatgut fahren wir nicht. Der gute Raps muss eigentlich auch in den Boden. Ah, den macht, das macht kein er, dann kann auch der andere dann weitermachen. Ihn brauchen wir jetzt erstmal, um unseren Mähdrescher das erste Mal abzutanken. Komm her hier ran. Werden wir uns erstmal so ein kleines bisschen Geld immer mit Mission so ein bisschen verdienen. Brauchen ja keine Riesensprünge auf einmal machen. So, N, plane weg. Komm gleich mal mit. Zum guten Nachbarn. Oder ich würde sagen, ich weiß nicht, wir sind bestimmt auch ewig lang an der Mission angange. Dann könnten wir das auch in der nächsten Folge weitermachen. So, liebe Leute, tanken wir das erste Mal ab. Ja, schön. Warte, ich kann mal nochmal ausmachen, ne? Außer nicht weiterlaufen. So, zack, springen wir wieder rein. Wie viel Bahn hast du noch? Wie
wie viel machst du denn? 1, 2, 3, 4, 5 Bahnen. Ja, bestimmt viermal muss er noch. Viermal muss er noch, und dann hat das auch. So, und weiter geht. Falscher Knopf. Weiter geht die Fahrt. Rauf aufs Feld. Ah, wie er müsste, glaube ich, ich glaube 12.000 oder 17.000 passen in unseren Hänger. Auf jeden Fall können wir den noch einmal voll machen. Und dann können wir den schnell abfahren. Dann können wir hier kurz den Helfer wieder reinwerfen. Dann machen wir so ein Plusgeschäft von 3.000 vielleicht. Müssen wir mal gucken, wie sich das so ausgeht, wenn man mit Helfer das alles ein bisschen macht. Ein bisschen rüberfahren, können wir mal kurz ein bisschen Innenansicht fahren. Ah, die Sonne blendet so. Kleine Stückchen rüber. Ah, hier guckt mal. Ah, das ist echt schön gemacht. Aber selbst jetzt zwackelt. Alter Falter, da haben wir uns aber was Gutes gekauft. Aber dieses Gelb, ich finde das Gelb viel zu grell. Vermisst auch das Blau an den New Holland. Aber vielleicht ist es auch ein älter TX32. Der sieht auch vom Jahrgang sehr alt aus. Deswegen hat er auch vielleicht auch nur 100.000 Euro gekostet. Das wäre auch mal ein Feature, was reinkommen könnte in LS19. Dass man die neuen Maschinen kaufen kann und eine Variation ein bisschen älter. Dann sind sie schon rostiger. Das könnten sie eigentlich auch mal standardmäßig verbauen. So gebrauchte Maschinen. Gut, man muss sich nicht alles gebraucht kaufen, aber so einen halben Preis oder einen Drittelpreis kann man sich ja mal sparen. So, und nächste Reihe. Sehr schön. Und dann könnten wir den anderen Helfer dann, wenn er das Feld fertig hat, kann er weiter ansehen. Und wir machen hier weiter unser Feld. So. Ja, aber was, ich bin immer noch am Überlegen, mit welchen Tieren wir anfangen. Vielleicht doch Kühe. Aber da brauchen wir so viel Silage, Heu. Wir bräuchten noch eine Wiese. Aber Kühe. Ah. Wenn man das einmal am Laufen hat, bringen die ständig Geld rein. Aber wir brauchen echt viel, für, dass wir die füttern können, ne? Pferde könnte man auch. Da braucht man nur Hafer. Das könnten wir einlagern. Heu könnten wir herstellen. Und Wasser, dass wir uns vielleicht ein paar Pferde holen. Oder beides. Oder Hühner. Leute, das werden wir auf jeden Fall nochmal in der nächsten Folge. Wenn wir alles angesät haben und das andere Feld vielleicht noch ein bisschen vergrößert, dann können wir mal drüber reden und mal gucken, was wir wirklich machen. So. Und anhalten. Stroh rausschießen. Rum um die Kurve. Zurück. Ja, ein bisschen zu weit ausgeholt. Und rein ins. Das muss. Weizen ist es, genau. Ab ins Weizenfeld. Jetzt nochmal zweimal hoch und runter, dann müssten wir auch wieder voll sein. Und dann bringen wir mal die erste Fuhre weg und gucken, wie weit das uns, gehen wir mal an hier, wie weit das uns an Prozente gebracht hat. 17% haben wir schon. Das Spiel wird gerade gespeichert. 17%. Die verdienen an den Bahnstation Mühle. Bahnstation Mühle. Wo ist die denn? Da können wir schon mal gucken. Bahnstation Mühle. Ach, da unten müssen wir. Ach, das blinkt sogar. Wie kommen wir denn da hin? Da müssen wir an den Feldern lang. Okay. Ja, dann fahren wir da lang. Sehr schön. Erkunden wir auch mal ein bisschen die Map, weil da waren wir ja auch noch nicht. Das passt. Auch ein Stückchen nicht anhalten. Die sind noch ein bisschen schwerfällig im Gas geben. So, alles rausschmeißen. Sehr schön.
rum um die Kurve wieder. Halt. Nicht so weit diesmal. Und Vollgas. So, und Rauch aus Feld. So, das ist schön. Das, diese Rutsche müsste auch wieder passen. Und dann können wir unseren Anhänger noch voll machen. Und dann sind wir schon wieder fertig für die Folge. Dann können wir in der nächsten Folge, Weizen wegbringen. Und mal gucken, ob das auch Prozent bringt. Ich weiß es nicht. Ich glaube es fast nicht, aber vielleicht auch, weil man muss es ja auch wegbringen. Das müsste eigentlich auch vielleicht ein paar Prozent geben. Und dann sehen wir mal. Jetzt müssten wir vielleicht an die 20 Prozent haben. Also wird das doch vielleicht ein bisschen was Längeres. Mal gucken. In der nächsten Folge werden wir sehen, auf jeden Fall, wie viel Prozent das bringt, dass wir den Weizen wegbringen. Und wenn ihr wissen wollt, wie viel Prozent das wirklich ist, dann wisst ihr, schaltet zur nächsten Folge ein. Das würde mich freuen, wenn ihr mir Kommentare da lasst, Feedback. Ihr wisst es einfach. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge bei Let's Play. Oh, wir sind schon voll. Entschuldigung. Oh, zurück. Bei der nächsten Folge Let's Play LS19 auf der Map Felsbrunnen. Nee, nicht Felsbrunnen. Ach, jetzt habe ich mich ganz durcheinander. Aber ihr wisst, was ich meine. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.